So, Leute, ich heiße euch willkommen zurück. Wir starten die nächste Mission von Order of Battle Red Steel. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ein kleiner Brückenkopf sucht sich von Neurath, der als Mann bekannt erlangen wird, zu einem hart umkämpften Schlachtfeld. Als deutsche Truppen versuchen, gelandete Einheiten zu vernichten, während die Rote Armee bemüht ist, Verstärkung heranzuschaffen. Oh. Okay. Gut, dann werde ich mal gucken wir mal. Sagt mir jetzt noch nichts, muss ich mal gucken, was das ist. So, irgend so ist das hier bei. Ist die Kr. Ne, Novgorod, okay. Hier sind. Boah, bin ich mal gespannt, sieht interessant aus. Willkommen, Kommandant. Deutsche Truppen haben bei ihrem Vorschuss in den Kaukasus im September 42 die Stadt Novorossiysk eingenommen. Die Slawaska verlangt, dass die Stadt zurückerobert wird. Aber bei unserem ersten Versuch gibt es Schwierigkeiten. Wir wollen eine Seelandung nahe von Kap Maishako durchführen. Unterstützt von Fallschirmjäger und einer parallel verlaufenden Bodenoffensive. Da die Operation jedoch schlecht kontrolliert war, konnten die Marinengeschütze ihren Unterstützungsfeuer nicht die feindlichen Verteidiger in Schach halten und unsere erste Welle geriet kurz nach ihrer Landung unter feindlichen Beschuss. Da unsere Landungstruppen deswegen nicht zu unseren Fallschirmjägern aufschließen konnten, sind diese nun westlich von Novgorod isoliert. Bei der Staniska könnte eine einzelne Marineeinheit einem zweiten deutlich kleineren Brückenkopf etablieren. Es sollte sich hierbei eigentlich nur um ein Ablenkungsmanöver handeln. Aber da unsere erste Landungsstreit mal kurz vor dieser Niederlage steht, haben wir unsere verbliebenen Truppen bereits in diese kleinere Landungszone geschickt. Möglicherweise könnten wir Novgorod unter diesen Umständen gegenwärtig nicht zurückerobern, aber zumindest wollen wir unseren zweiten Brückenkopf halten und sogar weiter vergrößern. Sie müssen damit rechnen, dass der Feind seine Angriffe intensivieren wird, um uns zurück ins Meer zu drängen. Zudem warnt die Schwarzmeerflotte vor feindlichen Luftangriffen, deswegen sie für effektive Jagdflugzeugunterstützung sorgen müssen, ohne dabei jedoch die Bomberunterstützung zu vernachlässigen. Nach wie vor halten die deutschen Positionen nördlich von Novgorod, von wo aus sie hin und wieder Gegenangriffe starten. Versuchen sie dort mit sorgfältig geplanten Angriffen ihre Bodentruppen Schlüsselpositionen einzunehmen. Aufgrund des unwegsamen Geländes und der angespannten Versorgungslage wäre es ratsam, überwiegend auf Infanterie mit Luft- und Artillerieunterstützung zu setzen. Okay, halten Sie zwei primäre Ziele. Die Karte ist klein, aber das wird richtig heftig hier, ne? Mit Sicherheit. Nehmen Sie alle Sekundärziele ein. Ja, das ist, oh, fuck. Ja, das sieht einfach aus, aber ich glaube, das wird nicht einfach hier. Da oben, da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Verstärken Sie mal, ja, bla bla. Mhm, okay. 10 Versorgungspunkte für Landungszone, okay. Schalten Sie 4 Flugzeuge aus. Leisten Sie bei allen Boden- und Seeoperationen effektive Unterstützung mit Jagdflugzeugen. Gelingt es Ihnen, dieses Ziel zu erfüllen, wird im nächsten Szenario eine zusätzliche Jagdflugzeugeinheit Ihren Kerntruppen hinzugefügt. Okay. Sorgen Sie dafür, dass die Landungstruppe überleben. Mhm, okay. So, ich glaube, das geht mir gerade abgeschmiert im Briefing, ganz toll. Das hier habe ich, glaube ich, jetzt schon vorgelesen, ne? Ja. Brückenkopf, das ist ja, okay. Gut, also wir müssen jetzt hier Einheiten hinsetzen. Dann würde ich sagen, setzen wir hier hin. Einheiten, also dich würde ich dann mitnehmen. Ja, also du kannst hier mit. Da holen wir hier erfahrene Truppen mit. Hier brächten wir auch welche eigentlich. Die schwere Infanterie kann hier hin. Und hier oben schicken wir dann, wir gucken mal gerade so, was für 2-2 und gar nicht so. Das sind 2 gleiche, sehe ich gerade. Oh, okay. Dann kommst du hier oben mit. So, dann holen wir hier noch
Moment mal, das ist doch der gleiche Held, ne? Ne, ist ein anderer. Du hast 1-1, ein bisschen schwächer. Und du hast... Lauf mich gerade... Moment mal, du bist mehr so... Verteidigung. Angriff gegen Land und Infanterie. Du bist mehr ein Bomberheld, oder? Anstatt Infanterie. Nee, Verteidigung gegen Artillerie. Nee, nee, passt schon. Es passt ja hier eigentlich ganz gut sogar hin, sogar würde ich sagen, ja. Und dann holen wir hier noch eine schwere Infanterie mit. Und dann sollte das hier passen, ja. So, dann holen wir hier mit Infanterie. Pioniereinheit. Kann hier mit, ja. Dann holen wir hier mit einen Flammenpanzer, würde ich sagen. Ja, dann holen wir die T-34 hier oben mit, da passen die ganz gut hin. Holen uns noch einen schweren KV, das müssen wir mal gucken, welchen. Oh, holen wir uns, aber da würde ich mir eigentlich so einen holen mit einem Buff. Der mit dem Helden, ja. Da holen wir unseren Helden KV hier mit. Der so, eine Artillerie würde ich hier sogar sagen, kommt mit, oder? Ja. Ja, hier kommt noch eine Artillerie mit. So, dann haben wir noch... dann würde ich sagen, eine mobile Artillerie. Die, wo man auch als Pack machen kann, wenn was sein sollte. Kommt hier hin. So, dann haben wir noch drei. Haben keine Infanterie mehr, wo ich aufstellen kann. Was soll ich denn da jetzt für drei aufstellen? Moment mal, drei, was kostest du? Du würdest fünf. Die zwei Fahrzeuge weg, könnte ich einen Panzer, könnte ich noch vielleicht sowas aufstellen, oder einen Panzer sogar. Mal gucken, ne, Panzer nicht, aber noch eine, noch so ein Geschütz. Oder so, so ein Mörser oder sowas, oder so eins. Ja, komm, dann machen wir das. Kann man ja später wieder dazugeben. Ich meine, die Karte ist eh kleiner, ist es nicht so tragisch, da brauchen die kein Fahrzeug. Und die haben E-Bewegung 3 und 4. 4 hat der sogar so bewegen, selbst der Pionier hat eine Bewegung von 4, also passt das. Dann stellen wir hier nochmal zusätzlich noch eine zweite Artillerie offen, dann sieht das doch ganz okay aus. So, Thema Luftwaffe. Du hierhin. Ich würde sagen, die Luftwaffe schicken wir komplett hier Richtung See. Und holen einen Bomber natürlich mit. Oder brauchen wir hier einen Bomber nicht? Ich denke, hier brauchen wir hier einen Bomber. Nee. Nö, brauchen wir nicht. Wir gehen hier rein auf Jäger. Ich habe hier meine Truppen, das, die sollten das hinkriegen. So, dann holen wir noch unseren Aufklärer mit. Einen Punkt haben wir noch frei. Kannst du mit, ja. So, und dann passt das. Und dann legen wir los. Ah, KI beginnt. Okay. Na, fängt ja toll an. Ah, na, er ist tot. Ja. So, abgeschnitten. Da unsere erste Landstreitmasse kurz vor der Niederlage steht, sind unsere Fallschirmjäger in einer schwierigen Lage. Es wäre anzuraten, in Richtung Osten vorzurücken zu lassen, damit sie zu unserem neuen Brückenkopf bei Staniska vorstoßen können. Das wäre hier die Einheit, ne? Ja, okay, machen wir das mal so. Verstärken wir euch. Euch verstärken wir auch. Wir gehen hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Ja, investieren wir das mal ein bisschen. Der ist gerade mal uninteressant, aber der hier ist uninteressant, weil wir müssen hier gleich landen.
So, du hier hin. Du hier hin. Wo muss ich denn eigentlich landen? Hier und hier, okay. Du hier hin. Versorgungsschiff hier hin. Du hier hin. Wunderbar. So. Artillerie ist hier drin. Und was ist das hier? Das ist ein Kanonenboot, ne? Ja. Okay, so, Jäger. Hier hin. Yes. Komm schon. Jetzt komm. Jawohl. Und tschüss. So, Artillerie. So, hier drauf. What? Ach komm. Wenn nicht dein Ernst. Pioniereinheit. Artillerie hier drauf. Okay, du bist eine Flak, ja. Was habe ich denn vergessen, bitte? Dich? Ne, der bleibt da stehen. Der hat Vergrabung von 10. Wäre totaler Irrsinn, den da jetzt wegzuholen. Jäger oder Bomber da oben. Müssen wir mal gucken, was das ist. So, du kommst hier hin. Du hier hin. Du hier hin. Die Schiffe. Okay, wir gehen dann erstmal hier drauf. Ich komme an die Stuka zwar nicht ran, aber ich komme schon mal um mich als um den hier kümmern. Und du kannst hier schon ein bisschen was machen. Okay, hier unten ist nichts. Okay, was ist hier? Ja. Hier drauf. Yep. Artillerie. Die Pioniere können kostengünstig Minen räumen. Hoffe ich mal, dass das so ist. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, schon ein bisschen her. So, du hier hin. So, es fehlen noch 2 Lufteinheiten, dann sollten wir das hier auch haben. So, als nächstes. Hier drauf.
Mist, ne, krieg ich nicht mehr durch, ne? Ne, krieg ich nicht mehr durch. Die verstärken wir nochmal ein bisschen zusätzlich. Das hier, ne. Ja gut, ist okay. Wir haben ihn ordentlich geschwächt, passt eigentlich ganz gut. Ja, die wollen die ganze Zeit, dass ich den hier bewege. Ne, ne, der ist gut eingegraben. Ja, kannst du ruhig machen, das war dein letztes. Als nächstes holen wir die Stucke raus. Oder wir holen den Jäger raus. Gute Frage. Obwohl, der Jäger interessiert mich jetzt gerade nicht groß. Wie Stucker? Hier drauf. Okay, das hätte ich erledigt, sehr gut. Wir gehen hier drauf. Und schalten sich hier aus. Ja, hier drauf. So, du hier drauf. Ja, wir verschwinden nach hier. Dass wir dann hier jetzt gleich die Linien zumachen. Na, machen wir das so. Das Gebiet da oben haben wir ja jetzt. Okay. Okay, aber das Gebiet haben wir jetzt. Dadurch haben wir jetzt auch hier wieder die Versorgung. Ja, das hier läuft. Perfekt. Ja, ein bisschen Probleme, klar. Wir müssen halt gucken, dass wir jetzt hier ganz schnell Druck machen, das Gebiet hier holen. Hier so durchgehen. Diese Linie. Dann haben wir hier die Versorgungslinie und das Gebiet hier unten, ja. Und dann sollten wir es haben. Autsch. Okay, die Runde machen wir noch. Hier drauf. Und hier die Landung, hier hin. Und du hier hin. Du hier hin? Yep.
wir halten hier weiterhin die Linie. So, und holen uns jetzt unseren Bonus. Jawohl. Duell in der Luft. Erbitterte Luftschlachten sorgen bei der Luftwaffe für hohe Verluste. Ja. Ja, läuft, 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 läuft. So, wir fangen schon mal hier an. Okay, da scheint wirklich nichts mehr groß zu sein jetzt. Wunderbar. Die Artillerie hier weiter drauf. Weiter hier hin, ja. Sehr schön. Du wirst hier oben das unterstützen. Nächste Rund. So Leute, hier mache ich einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann geht's weiter mit dieser Schlacht. Bis dann und ciao.